Nice. Das wird geil, Freunde. Ich sag's euch. Wir sind jetzt die ganze Folge damit beschäftigt, hier rauszukommen. Weil wir einfach nicht die Waffen haben, um die fertig zu machen. Ich weiß nicht genau, wo das Problem liegt. Wo bist du? Och, jetzt wird's geil. Jetzt müssen wir jedes Mal die Waffen. Ich speichere gleich nochmal. Damit hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Cyberpunk 2077, Folge 33. Game ist ja Ende letzter Folge gecrashed. Ich habe mal den Spielstand zurückgesetzt bis hierhin. Haben wir diesen komischen Typen da umgebracht, letztes Mal aber noch. Hier ist Johnny, guten Tag. Ich würde gerne mal ganz kurz glotzen. Haben wir denn irgendwas? Wir haben eine Maschinenpistole mit 100. Schuss ist ja schon mal nicht schlecht. Ich würde gerne mal ganz kurz gucken, was wir hier haben. Wir haben nämlich durchaus was schon wieder dabei. Das hat 123, 124, 125 sogar, nicht schlecht. Ui, hier, guck mal. Oh, ein Power-Sturmgewehr. Nice. Nice, nice. Das ist schon mal nicht schlecht. Und ich hätte gerne. Es gibt sogar Mods. Müssen wir uns alles sowieso mal viel krasser mit befassen, denn ich habe Bock. Die sah auch nicht schlecht aus. 127. Ja. Echt nicht schlecht. Leider nichts. Na gut. Wir müssen jedenfalls raus, ne? Haben wir hier eigentlich was Besseres mittlerweile? Das ist ein Mod. Der erhöht die Panzerung um 6,5 wahrscheinlich ist es das. Aber das ist der Mod, der schon drin ist, ne? Ja. Okay, alles klar. Haben wir nichts. Hier haben wir aber offenbar was. Oh, okay, das hat weniger, 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 weniger. Das können wir dann also alles auch da lassen. Hier sind noch Masken und irgendwas anderes. Eine Hose, warum nicht? Hat allerdings, deutlich mehr Panzerung. Das ist super. Ach. Das ist so eins dieser Probleme. Das sieht halt... Das ist... Okay. Bandagen. Ah. Nee, das ist ich. Nee, das. Es sieht nicht gut aus, aber es bringt uns mehr Panzerung. Dementsprechend. Wie hier ist Cyberware, haben wir ja noch nicht wirklich was. Da könnten wir uns alles mal langsam, aber sicher könnten wir uns da mal wirklich. Ja. Oh ja. Wir haben hier Mods drin, der Ping und Optikneustart. Und wir könnten aber so viele andere Sachen noch reinklatschen. Das müssen wir auf jeden Fall alles mal machen. Wir haben nichts zu vergeben. Hier sind sehr viele Fragezeichen. War sehr hoch. Ach du Kacke. Digga, sind ja so viele Missionen. Ist ja unfassbar. Aha, ja. Was ist das hier? Verdacht auf organisiertes Verbrechen. Sichere die Gegend. Hier sind Autos, Aufträge, die nicht gleich in Schlagzeilen auftauchen. Alter, hier sind ja so viele Sachen. What the fuck, Alter. Scheiße. Egal, wir müssen ja erstmal raus hier. Jawoll. Das Ding soll was drauf haben. Wir haben nur leider nicht wirklich viel Munition. Das ist das Problem. Wenn du von alleine rauskommst, tun wir dir nicht weh. Versprochen. Ja, mit dem müssen wir noch was anfangen. Mit dem Ding kann man doch was anfangen. Der macht wenigstens mal ein bisschen Damage, Alter. Ja. Warum nicht? Wo bist du hin, Feigis? Dann Katana? Wow, wie viel Schaden!
Okay, alles klar. Das ist ja... Also, wir sind echt sehr, sehr schwach vergleichsweise. Immer noch aufgestellt. Ziemlich bedauerlich, das zu sehen. Da müssen wir auf jeden Fall mal gucken, was wir dagegen tun können. Och, ernsthaft? Das muss ich jetzt nochmal machen. Ach, weil der Checkpoint neu gemacht wurde, ne? Oh, ja, ist das nicht toll. Oh, aber schön. Ja. Das Bessere ist, ne. Oh, ist das nicht schön. Ich überlege, ob wir einfach rennen. Das wäre vielleicht geiler, oder? Ah ja, da ist eine Kamera. Ah ja, ja. Hä? Was heißt das jetzt, hier entdeckt mich? Ach, da habe ich aber richtig Bock drauf. Ne, weißt du was? Ich renne einfach durch. Ich glaube, die KI ist unfähig genug. Ja. Dann halt so. Nice. Das wird geil, Freunde. Ich sag's euch. Wir sind jetzt die ganze Folge damit beschäftigt, hier rauszukommen. Weil wir einfach nicht die Waffen haben, um die fertig zu machen. Ich weiß nicht genau, wo das Problem liegt. Wo bist du? Och, jetzt wird's geil. Jetzt müssen wir jedes Mal die Waffen. Ich speichere gleich nochmal. So, zack. Spiel speichern. Manueller Save 0. Muss schon aufpassen. Der andere ist mein Testspielstand, den ich auf einem anderen Rechner mal gemacht habe. So. So, probieren wir nochmal unser Glück. Oh, hier, hallo? Ich muss Ihnen Ihre Waffen zurückgeben. Ah. Auch wenn ich es lieber nicht. Ja, vielen Dank. Ich weiß nichts. Ich arbeite nur hier. Das ist schön. War nett. Tschüss. Hab ich gar keinen Bock drauf jetzt hier. War mit dem Aufzug ins Erdgeschoss. Ja gut, nichts leichter als das. Saubere Arbeit. Schon mal daran gedacht, dich beim Diplomatenkorps zu bewerben? Hab keine Zeit für Diplomatie. Kann ich nachvollziehen. Klar kannst du das. Du würdest am liebsten den ganzen Laden unter einem Atompilz begraben. Viel zu übertrieben. Ich habe andere Methoden. Aber eins steht fest. Die Claws werden das nicht vergessen. Kannst du Fingers, hat sie? Glaubst du, wir finden sie da? Wie? Wenn ich hell sehen könnte, wäre ich jetzt kein abgewichster Geist im Kopf von einer wandelnden Leiche. Krass. Mann, du hast voll recht. Na gut. Definitiv mehr Schaden verursachen. Ja, ciao. Hab gar keinen Bock auf dich. Erdgeschoss. Zack, zack, zack. Und los. Und irgendwas ist nicht richtig. Newszeit für die Lokalnachrichten. Die Gewalttaten lassen nicht nach in den Badlands. Mehrere Schießereien gab es entlang der 1-166-101. Berichte von Augenzeugen weisen auf Unterschiede zwischen den Kleinzeiten. Du hast was versucht und das ging schief. Und jetzt bist du völlig fertig. So findest du Hellmann nie. Stufe auf 2 Anwohner.
erhoben und rät allen Reisenden, Nebenstraßen zu meiden. Ah, fuck! Oh. 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 Was ist das? Nein, verdammt. Scheiße, was willst du eigentlich von mir? Es geht alles zu langsam. Du gehst noch drauf, ehe wir wissen, wie du den Chip loswirst. Selbst gesagt, du willst mich tot sehen. Seitdem habe ich dir doch wohl klar gemacht, dass das nicht mehr so ist, oder? Ich will, dass du am Leben bleibst. Ich habe schon mal gefragt, was willst du von mir? Ich habe eine zweite Chance gekriegt. Und die lasse ich mir auf keinen Fall entgehen. Arasaka und ich haben noch eine 50 Jahre alte Rechnung offen, die ich begleichen will. Und dafür brauche ich dich. Zum Terroristen wollte mich noch keiner machen. Fühl mich fast geehrt. Hör zu. Ich weiß gewisse Dinge, die uns helfen könnten, dein Leben zu retten. Du wirst den Chip los, ich hau Saka eine rein. Win-win. Wir brauchen den Soul Killer. Und wir kommen über Mikoshi an ihn ran. Schon, dass du nur eine lästige Halluzination bist, oder? Sollte dich einfach ignorieren. Und du bist eine wandelnde Leiche. Dann warte ich halt, bis dein Verstand weg ist und ich übernehmen kann. Kleiner Wichser. Aber wie du siehst, habe ich mich entschieden, dir zu helfen. Zuerst müssen wir nur was finden. 7 Buchstaben. Fängt mit M an. Also was genau ist dieses Mikoshi eigentlich? Okay, von vorn. Wenn du verlinkt und im Net unterwegs bist, kann Arasaka dich frittieren und mit Soulkiller deine Psyche, Verstand und Seele fangen. Und? Kannst du noch folgen? Ja, seine Zigarre fliegt einfach rum. Ja, hab die Erinnerung gesehen. Haben dich schön dran gekriegt. Okay, wir haben scheinbar noch was zu bereden, aber das muss jetzt warten. Also, wenn dich Soulkiller frittiert und röstet, stirbst du zwar, aber dein Verstand wird vorher in ein Engramm kopiert. Sicher, so bist du zum Konstrukt geworden. Genau. Mikoshi ist der Ort, von dem aus Soulkiller agiert, wo die Engramme gespeichert werden. Und was hat Mikoshi nun mit meinem Chip-Problem zu tun? Ist nicht gerade die hellste Birne im Lampenladen, hm? Vor 50 Jahren war Mikoshi der einzige Ort auf Erden, wo man im menschlichen Verstand operiert hat. Heute bestimmt immer noch. Ich sag's dir, dort wird alles enden. Du bringst dein Ding zu Ende und ich meins. Und wie willst du Arasaka diesmal fertig machen? Noch ein atomares Ass im Ärmel. Ja, nur diesmal heißt es Alt Cunningham. Sollte ich den Namen kennen? Noch nicht. Erst wenn wir haben, was wir suchen. Wir sollten keine Zeit mehr verlieren. Wir müssen nach Mikoshi. Neue Mission, Tapeworm. The Space in Between. Begib dich zur Jig Jig Street. Das Bartmos-Kollektiv. Die Unterdrückung durch die Konzerne endet dann, wenn ihr euch nicht mehr selbst unterdrückt. Okay. Ich möchte das kurz speichern auf manuellen Save. 0? Ja, immer die 0. Schön.
Ruf Judy an, das machen wir natürlich sehr gerne. Judy! Hey, du rufst tatsächlich an. Hab doch versprochen anzurufen. Versprechen sind eine Sache, sie einzuhalten eine andere. Und? Hast du was rausgefunden? Evelyn ist nicht mehr im Clouds. Ihr Verhaltenschip wurde beschädigt. Offenbar hat man sie an einen Ripper-Dog namens Fingers vertickt. Oh, Scheiße. Weißt du, wo ich diesen Fingers-Typen finde? Ja, der hat einen abgeranzten Laden an der Jig-Jig Street. Scheiße, wie, der Typ ist richtig mies. Bin gerade unterwegs, um sie zu finden. Ich hab ihr gesagt, sie soll sich vom Clouds fernhalten. Scheiße. Bis später, wie? Okay, the space in between. Und los geht's. Pass doch auf. Ich hoffe mal, das war nicht zu mir gemeint. Ich habe nämlich nichts gemacht. Nur auf der Durchreise? Naja. Nein, ich will nichts kaufen. Hallöchen, was haben wir da? Okay, stell sofort 40% der Gesundheit wieder her. Boah, Junge, ist ja voll geil. So, okay, das sieht alles hier ziemlich kaputt aus. Schöner Tag, oder? Ja, wie man es nimmt, so halt. Können wir auch mal was probieren hier zu kaufen. Hey, ist alles in Ordnung? Geht dich den Dreck an! Würd gern was essen. Was'n? Was'n? Was ist geil, ey. Was haben wir hier? Jerky. Ja, warum nicht? Einen Jerky, bitte. Und den würde ich auch gerne direkt essen. Hallo, wo ist denn? Da, Jerky. Ach so. Genau, unser Geld ist auch wieder da. Und jetzt würde ich aber gerne auch mal was essen hier. Um mal ein bisschen wieder Leben zu kriegen. Wir haben auch wieder einen Levelaufstieg. Wert, das würde ich auch gerne ein bisschen höher kommen lassen. So. Naja, es gibt auch Upgrades. Mein Gott, ich komme mit diesem ganzen Schrottsystem auch nicht klar, ey. Das ist mir echt zu viel auf Dauer. Ach ja, ist das nicht toll. So, Cyberdeck. Ist das hier? Die Werte sind hier. Ich würde was essen, wie gesagt. Irgendwas hier. Da. Lass doch mal so einen Hotdog essen. Zack. Ein bisschen Obst hinterher. Real Fruit. Sättigung. Boah, geil. Und jetzt würde ich halt wahnsinnig gerne checken. Ach, jetzt hat er hier das mit der Hose auch nicht gespeichert. Na, besser ist das. Sieht nämlich richtig scheiße aus. So, Journal. Oh, 012, warten. Okay, bei warten kann ich wieder die Zeit vergehen lassen. Ach, ist das... So, jammerst doch. Wir haben einen Attributspunkt wieder verfügbar. Wir haben technische Fähigkeit. Das müssen wir auf jeden Fall auch erhöhen. So, 11 sind wir. Können wir auch mal reingehen. Was haben wir denn hier zum Beispiel? Das Herstellen von seltenen Items. Okay, Junk-Items werden automatisch zerlegt. Schön. Das Herstellen von seltenen Items ist ja auch schon mal nicht schlecht, aber ich würde erstmal das hier machen. Und mal gucken. Das ist der Techie, ja, hier haben wir auch schon mal was. Ah ja, das ist super. Brauchen auf jeden Fall viel mehr Punkte. Indem wir einfach passive Missionen machen. Das würde ich dann auch irgendwann mal machen. Ich würde das jetzt trotzdem hier nochmal
erledigen mit der Evelyn. Ach, wir haben sie hier sogar abgestellt. Ha. Na, wenn es so ist. Freunde, würde ich aber auch Folgendes sagen. Und zwar, das war's für diese Folge. Oh. Gehen wir noch kurz ran. Wie? Kannst du reden? Das ist wichtig. Was ist wichtig? Ich habe vielleicht eine Lösung für unser gemeinsames Problem. Ich habe Kontakt zu einem alten Freund von Arasaka aufgenommen. Er ist gerade hier in Night City und kennt einige ziemlich einflussreiche Leute. Und wie genau? Hilft uns das? Wir können uns treffen. Du, ich und der besagte Freund. Du sagst ihm, was du mir gesagt hast. Was wirklich im Kompeki Plaza passiert ist. Es wird schwer sein, ihn zu überzeugen. Aber es wäre ein Anfang. Gerade du solltest wissen, dass Night City die Verlässlichkeit eines jeden auf die Probe stellt. Selbst die alter Freunde. Bist du dir sicher mit dem Kerl? Traust du ihm? Der Ort hat was. Wir hätten uns beide schon oft gegenseitig töten können. Ja, ich traue ihm. Na gut. Wo und wann treffen wir uns? Japantown. Wenn's dunkel ist. Ich schicke dir den genauen Standort. Wir sehen uns dort. Okay, super. Dann würde ich sagen... Ist das hier mehr nach deinem Geschmack als das Clouds? Hey, wenigstens weiß man hier, was man kriegt. So, er stillt seinen Durst am Wasserloch. Während er auf dich wartet, sucht er sich einen schattigen Ort unter den Kirschblüten. Der Fuchs ist vorsichtig. Er wird erst wieder hervortreten, wenn er sicher ist, dass das Wasser nicht vergiftet wurde. Hey, Takemura. Amateur, ja, ist Takemura. Ich benutze ein Wegwerfgerät, um eine sichere Verbindung. Und eine sichere Verbindung. Aber ich hielt es trotzdem für vernünftig, meinen Geheimcode zu benutzen. Offenbar übersteigt er dein Verständnis. Wir treffen uns an den Docks an der Channel Street, Japantown. Nachts. Wenn dir niemand gefolgt ist, komme ich zu dir. Hast du das verstanden oder war das zu kompliziert? Nun klar. Schön. Dann war's das für diese Folge. In der nächsten Folge geht's dann hier weiter. Tschüss. Toll. Danke für nichts. Nächste Folge geht's genau hier weiter und dann... Ja, Moment. Ich habe die Mission jetzt angenommen. Was soll denn das jetzt hier heißen? Nein. Müssen wir gleich wieder umswitchen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss, bis zum nächsten Mal.